Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser wunderschönen Stadt Hyrule und haben uns hier tot gesucht nach dem Ort, wo es weitergehen soll. Ja, wir wurden da nicht aus der Stadt rausgelassen. Das war unser großes Problem. Wir mussten zu diesem Berg, zu diesem Gorolberg, glaube ich, ist der. Ja, schauen wir mal auf die Karte nach. Ja, wo ist der? Also, ja, okay. Können wir schön sehen. Aber wir haben in allen Ecken gesucht. Überall, überall. Wir waren schon überall, wirklich. Bis auf die eine Ecke. Diese eine scheiß Kackecke, die habe ich nicht wahrgenommen. Hier, hier. Und hier ist einfach mal das Wichtigste. Der Typ, dieser Ritter am Eingang, hat uns gesagt, wir brauchen spezielle Taktiken, Schwerttaktiken, um weiterzukommen. Und wen haben wir hier? Ja. Ich bin Magnus, der Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte! Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wirbelattacke. Halte den ersten halte den mit dem Schwert belegten Knopf gedrückt. Zweitens, warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Drittens, lass den Knopf los, dann ist es vollbracht. Hast du verstanden, Kadetsch? Ja, Sir! Ausgezeichnet! Du lernst schnell! Das Schwert, doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zu meiner Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune! 1, 2, 3, Marionette, nun sei! Oh. Er ist ein Hexer! So, gut, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt halten, bis Schwert aufgeladen ist und loslassen. Okay. Und zack. So. Hervorragend, du hast Talent. Ich überreiche dir nun feierlich diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen hast, kannst du dort nachlesen. Ja, kannst du dort nachlesen. Du kannst die jederzeit im Statusmenü ansehen. Gut, mit der Wirbelattacke werden wir auf jeden Fall aus der Stadt rauskommen. Es ist auf jeden Fall sehr schön versteckt einfach mal. Es ist einfach mal in der letzten Ecke gewesen, weißt du? Oh, was haben wir hier noch? Hier kommen wir gar nicht erst rüber. Da ist so ein Spacken auf der anderen Seite. Der meint so, oh, guck mal, ich bin so fett, aber bin rübergekommen. Ja, klar. So. Und dann können wir den Typen auch beweisen, dass wir fähig sind, auf der anderen Seite dieser Mauer zu überleben. Hier. Oh, du hast die Wirbelattacke gelernt. Lass mich überprüfen, ob du die wirklich drauf hast. Zeigst du mir die Wirbelattacke? Ja. Einmal hier schön die Kehle aufschlitzen. Ja, okay, du hast mich überzeugt und tot bin ich jetzt auch noch. Ja, es gibt so viele Ungeheuer da draußen, also sei vorsichtig. Und ich gehe mal an die Seite, dann bin ich einfach mal tot an der Seite. Was bist du denn? Sieht aus wie so ein Pirat. Ja, Waschbär oder so. Ey! Tatsächlich Waschbär, einfach nur am Klauen, diese Viecher. Okay. Ja gut, dann können wir jetzt zum Berg, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe mich auch schon gefragt, wann wir diese Wirbelattacke drauf haben, aber ob wir die überhaupt drauf haben irgendwann. Können wir damit denn... Nein, können wir nicht. Flammen auspusten. Aber hier gibt es ja immer noch diese LSD-Platten, die werden wir uns mal später ansehen. Ja, einfach mal die der Nase nach. In Richtung Norden. Ja, so ungefähr. Es gibt wahrscheinlich nur einen richtigen Eingang und den Berg, den muss man wahrscheinlich von unten besteigen. Was sie jetzt gerade als falsch herausgestellt hat, oder? Ah, Fuß des Gongolbergs. So, wir dürften noch eine einzelne Bombe haben. Die werden wir jetzt auch nutzen, um hier Folgendes freizusprengen. Eine Höhle mit... Was befindet sich hier drin? Einen Dekohänden. Bläh! Okay, schnell. Wir müssen jetzt schnell und agil sein. Okay. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verrate dir auch etwas. Mein Freund verkauft in seiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den Gongolberg gehst, solltest du unbedingt nach ihm suchen. Gut. Das wäre ratsam. Und auch ratsam ist es, hier ein paar Bomben mitzunehmen, denn ich verschieße die immer gerne. Von verschießen, nee, ich... wir können klettern. Okay.
Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da wird es vielleicht auch irgendwas für geben. Was mich jetzt so interessiert, was soll das Ding hier? Wir müssen das irgendwie hochkriegen. Und erstmal probiere ich es mit der Drehattacke. Das ist es nicht, dann probiere ich es mal mit dem magischen Krug. Ja, wahrscheinlich wird es das auch sein mit dem magischen Krug. Denn der magische Krug ist ja auch... Wir können damit Sachen heran... Nein, das ist nicht okay. Meinetwegen... Soll ich den Typen jetzt echt wirklich finden? Oh, ist er nervig. Hier unten kommen wir nicht lang. Es sei denn, ich nutze jetzt Bomben und... Ja, gut, dann machen wir es mal so. Ja, klar, Bomben reichen da natürlich nicht aus. Wir brauchen eine Atombombe dafür. Teil der Königsfamilie, Gongolberg. Ja, Gongolberg, da lässt sich erstmal schwer etwas anstellen. Ich hätte gerne Bomben, ich habe so wenig. Und, hör mal, bleib mir fern mit diesen scheiß Muscheln. Irgendwann werde ich sagen, oh, ich brauche scheiß Muscheln, weil ich die irgendwie für irgendwelche Herzteile ausgeben muss. Aber jetzt, aktuell ist es nicht so. Habe ich da irgendwas übersehen? Weil es dann so, anscheinend hier so nicht weitergeht. Ja, es bleibt interessant. Wir stellen uns vor der nächsten Schwierigkeit. Nee, hier ist nichts. Was halt hier halt sehr auffällig ist, dass hier halt einfach nur ein Swanny war. Nee, hier ist nichts. Hier kann auch gar nichts sein. Denn ansonsten wäre es ja schon so ein bisschen verarsche. Boah, die Karte. Weiter nach Norden. Weiter nach Norden. Ich würde weiter nach Norden reisen. Reißen. Ah, okay, wieder so ein Dieb. So ein Räuber. Stirb bitte einfach. Das wäre nett von dir. Und hier finden wir auch wieder gar nichts. Das ist es. Ich muss doch irgendwie zum Berg gelangen. Also, das kann jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein. Von oben würden wir runterkommen. Es ist doch echt eine Sache, ey. Es ist halt das Problem, wenn man so ein Spiel blind spielt, dass man nicht unbedingt auf jede Lösung kommt. Und eine Bombe kann ich da eigentlich nicht reinstellen, oder? Ich möchte da erstmal eine Bombe reinstellen. So, einmal... Ja, hat das schön reingestellt. Ah, dann vergiss es. Nee, das kann ich ja auch nicht so aufmachen. Ich trinke mal einen Schluck. Das muss ja da irgendwas mit diesen Pflanzen da zu tun haben. Vor allem hier komme ich so leicht hoch. Das kann doch kein Zufall sein. Ich kann auch nicht irgendwie dran vorbei. Was, wenn ich da eine Bombe hinlege? Wachsen die irgendwie von Explosionen? Nee, auch nicht. Gut, dann will ich nochmal wissen, was du... Du schießt noch einmal? Nee, du schießt nicht. Du bist jetzt nett. Mein Freund verkaufte in seiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den... Solltest du nach ihm suchen. Ja, gut. Jetzt müsste ich halt nur wissen, wo die Ebene ist. Wie hast du etwa vergessen, was der Älteste im Wald gesagt hat? Minister Malta, bla bla bla. Ein Freund auf der Hochebene. Es ist ja eigentlich hier. Es muss ja eigentlich hier irgendwo auf der Ebene sein. Habe ich irgendwas vielleicht nicht erkannt? Weil der Typ, der muss ja hier irgendwo leben. Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts, hier danach zu suchen. Es ist ja hier die Hochebene von Bele. So. Und was steht auf dem Schild? Ja, okay, das ist auch wieder eine Ortsanzeige.
es ist einfach so schrecklich, ne? Der sagt mir ja praktisch, was ich tun soll. Vielleicht kann ich um die Stadt herumgehen und dann da auf diese... Es ist hier auf der Ebene. Ich muss irgendwie hier nach unten kommen. Ja, die Frage ist halt nur, wie? Ich kann die Steine jetzt nicht so einfach bewegen. Oh. Oh. Ja, okay. Ich konnte die nicht einfach bewegen. Oh. Ich kann die tragen. Ja klar, weißt du? Normalerweise schiebt er solche Steine und jetzt muss er die... Boah, ey. Ja, das ist sehr nett. Danke. Hier unten ist wahrscheinlich die Höhle, die der meint. Ja, dann wird es jetzt wahrscheinlich klar sein, wie wir da hinkommen. Und zwar irgendwo hier. Das kann ich ja immer noch nicht hochheben. Der Weg nach unten ist immer noch versperrt. Aber ich kann vielleicht so einen Stein... Ja, okay, daneben werfen. Ich weiß halt noch nicht, was man damit alles anstellen kann, ne? Mit so einem Wurf. Also da landen kann man auf jeden Fall nicht. Kann ich hier vielleicht irgendwie eine Bombe runterwerfen? Nee, auch nicht. Ich kann hier auch nichts freisprengen oder sonst wie was. Aber hier, allein hier muss doch irgendwas sein. Verstehe es einfach nicht. Ach! Okay, hier ist ein Loch. Okay. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ja, gut, dann ist jetzt klar, wo es lang geht, oder? Nee, nicht wirklich. Aber wir haben einen weiteren Deku vor uns. Den werden wir jetzt erstmal... seine Nüsse zurückschmeißen. So, komm mal her. Sagst du uns, wie es weitergeht? Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe auch nur eine Flasche für 20 Rubine. Darin kannst du alles Mögliche transportieren. Ich bin mir sicher, ohne die wirst du im Gongolberg nicht besteigen können. Ja, okay. Das hört sich gut an. Eine leere Flasche erhalten. Danke für den Einkauf. Und damit soll es möglich... Ach, damit soll es möglich sein. Klar, Flasche... Die Pflanzen, die wachsen, wenn wir da Wasser drüber gießen, ja klar. Oh, aber das ist auch ein bisschen gemein, dass man da einfach mal wie soll ich sagen? Ey, da braucht man einfach mal so eben, ne? Dass man da einfach eine Bombe hinlegen muss und dann war es das. Ja gut, an welchen Stellen, wahrscheinlich bei den Pfützen, kann ich Wasser eingießen? Da werden wir mal gucken, wo die nächstgelegene Stelle mit Wasser ist. Anscheinend nicht hier. Da hauen wir mal wieder ab. Irgendwo hin, wo es Wasser gibt. Ja, aber ist ja toll. Dann haben wir wenigstens unsere erste Flasche gefunden. Und können sie auch direkt mal nutzen. Wobei, ich weiß auch, wo es Wasser gibt. Es gibt da direkt am Berg Wasser. Fällt mir gerade so ein. Ich habe jetzt erstmal so gedacht, ja, das war Lava. Aber nee, das war Wasser. Ja, weil es da allgemein sehr heiß aussieht. Aber das ist halt Wasser. Wasser ist halt nicht Lava und das kann man auch ruhig mal unterscheiden. Ja, hier an der Stelle kann man nämlich Wasser holen. Ich habe mir nämlich gedacht, hier irgendwie eine Bombe rüberschmeißen oder sonst wie was. Ich habe alles Mögliche probiert, ne? Aber war mir schon klar, dass es irgendwas mit Bomben zu tun hat, weil hier in der Höhle, wo der eine da existiert, der sagt ja auch schon, oder bei dem gibt es halt 5 Bomben zu holen, immer wieder. Man kann da rein und raus gehen, man kriegt... Irgendwo in diesen Büschen immer fünf. Ja, oder ein Herz. Hier bekommt man normalerweise Bomben. Ja gut, in dem Fall jetzt nicht. Ich probier's nochmal. Gibt's hier Bomben? Ja, 5 Bomben. Und das hat mich schon so ein bisschen darauf geritten, dass man hier irgendwie mal Bomben braucht. Aber dass es wirklich da in der Höhle weitergeht, wo die Fackeln waren, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil da ja eigentlich an der einen Stelle nur die, nur die Dingens waren. Diese LSD-Plattform, ne? Deshalb hat das ein bisschen für Verwirrung gesorgt, aber jetzt sind wir ja hier auf den
Gongolberg und müssen uns erstmal hier ein paar komischen Spinnen stellen. Ja, schön. Kannst du auch irgendwie an den Bäumen vorbeilaufen? Ja, okay. Unten drunter? Ach, das sind das? Das tut uns weh, hier diese ganzen Spinnennetze. Die werden wir wahrscheinlich mit dem Krug einfach so wegmachen können. Probier ich mal aus. Ja. Vorher war es Sand. Und das hat uns nur verlangsamt, aber jetzt gibt's auch wirklich hier komische Spinnennetze. Gibt's einfach Spinnennetze, die uns wehtun. Ist ja auch mal schön. Die sollte es auch mal öfter geben, ne? Spinnennetze, die einfach mal so wehtun. Solche Säurespinnennetze auch. Aber die Dekus, die sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Denn die geben uns immer irgendwelche Tipps. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir Bomben, 10. Nein. Weißt du warum? Weil ich mir ziemlich sicher bin. Okay, nee, ich bin mir nicht sicher. Okay. Dann vergiss, was ich sagen wollte. Es ist nicht so. Okay, aber wir werden auf jeden Fall Bomben brauchen, um weiterzukommen. Denn in die Höhle kommen wir ja nur mit Bomben. Aber die Dekus, die sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Denn die geben ja anscheinend Tipps und verkaufen die auch immer das Richtige zur rechten Zeit, wann immer man es braucht. So, einmal hier rüberschießen. Fledermäuse. Einfach mal köpfen. Ach, und euch Schweine können ja nur von hinten angreifen, ne? Ohne die Eisenmaske wäre dieser Kerl völlig harmlos. Ja, von hinten, ja. Ist mir schon klar, wie man den angreift. Ich meine, der hält ja auch nicht an, wenn er einmal losrennt. Das ist ein bisschen... Ja, ist vielleicht nicht so klug. Jetzt nur die Frage, muss ich den überhaupt töten? Ich denke mal nicht. Ach komm, du kannst mal ruhig ein bisschen mehr Angriffschancen lassen. Vor allem mir. So, ist ja noch irgendwas Gutes in den Krügen? Man weiß ja nie. Sollte man auf jeden Fall mal nachschauen. Zack, zack. Nee, also, ja, gut, ein Herz könnte ich gebrauchen, aber ansonsten, man kann ja auch in die Flaschen Feen füllen und, ja, die dann zur Heilung nutzen. Oh, die lassen ja sogar sofort 2 Treffer zu. Na, einfach schwach. Und ich kann auch nur 99 Rubine tragen, ne? Da hätte ich erstmal diese große Geldbörse holen sollen. Hätte ich mir die erstmal kaufen können. Oder kaufen sollen. Aha, jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Und dann, ja. Ich habe nur eine gute Einfälle, oder? Ja, du hast nur gute Einfälle. Ey, der ist gemein. Der springt ja nur zur richtigen Zeit raus. Okay. Nein, ja. Okay, bin wahrscheinlich ein bisschen überfragt, dass wir Etzelo einfach als Wirbel, als Paragliding-Instrument verbrauchen. So, komm mal her. Das ist ein bisschen komisch. Der hat wirklich nur gute Ideen. Jetzt so die Frage, müssen wir da drüben noch was holen? Ich habe ja notfalls noch ein bisschen Wasser mitgenommen, falls wir den noch später brauchen. Also, falls wir Wasser später brauchen, wenn wir... Ja, so ein weiteres Ding. Hier zum Beispiel. Ja gut, kann gut sein. Mit Wasser füllen... Nein, füllen müssen. Damit. Erstmal Weg frei machen. Hui! Okay. Ach, hier ist noch mehr. Ja, einfach alles mitnehmen. Können wir hier hochklettern? Nee, wahrscheinlich nur als Minish. So, an sich ist es ja zu klein. Aber das Loch könnte auch dafür da sein, dass wir hier mit Minish reinkommen. Oder? Nee, okay. Hätte ja auch sein können. Ah, das sind halt immer nur die Baumstümpfe. Ich habe immer so das Gefühl, dass es noch andere Dinge wären, aber... Nö. Nö, nö, nö. Gongolberg und hier ist nix. Das glaube ich jetzt auch irgendwie nicht. Wir können ja wenigstens mal auf die Karte schauen, um vielleicht mal zu schauen, wie hoch das hier geht. Es
ist schon sehr komisch. Wir können auf jeden Fall in der Mitte des Berges hoch. Und das sollten wir auch wirklich tun. Suchen wir uns erstmal hier die Mitte dieses Berges oder des Fußes des Berges. Das muss eigentlich hiermit zu tun haben. Kann ich Wasser einfach so nutzen? Okay, da tut sie nichts. Hätte ich dich vielleicht hochtragen können oder sonst wie was? Ach, keine Ahnung. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden und schaltet wieder ein. Bis dahin, tschüss und bye bye.